Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen Minecraft-Video mit dem Sir Slotho. Wo bist du denn gerade, Maxi? Ich bin Maxi, hier. Maxi! Hallo, wir gehen in deine Richtung weg, okay? Jo. Wir spielen hier nämlich gerade ein kleines Ründchen Survival Games, Hunger Games, nennt es wie ihr wollt. Hinter dir sind vier Leute. Denn uns ist aufgefallen, dass das doch ganz schön viel Spaß macht. Wir sind übrigens auf dem Mineplex-Server, weil viele Leute bestimmt nachfragen werden. Oh Gott, wo spielt ihr denn das Spiel? Das ist doch voll toll. Ich hab Dynamit. Das ist doch schon mal was Schönes, da können wir uns am Ende... Wow! Umgehen. Alter! Du Irrer! Du Irrer, Mensch! Jagst du da erstmal Dynamit hoch? Bist wusste, du krank? Das kann man doch einfach rechtsklicken. Ja, ich konnte das nicht. Hey, Timo, findest du es eigentlich, dass die uns vergessen haben? Und, hi, Erik! Hier ist übrigens auch Erik dabei und, Timo. Erik kennt ihr... Ihr blöden Arschlöcher. Erik kennt ihr vielleicht aufgrund, seiner unglaublichen Geilness, die man auf seinem Steam-Avatar begutachten kann. Und Timo aufgrund seiner satirischen Witze. Und aus dem Ace of Space. Daher kennt ihn auch. Max, wo bist du überhaupt hin? Max, wo bist du? Ich hab einen hinter mir mit einem Schwert. Also Max, wir sollten zusammenbleiben. Ich weiß. Wo bist denn du jetzt? Bist du zurückgelaufen? Ich bin immer noch bei dem Haus. Ich bin gar nicht losgerannt. Ja, das ist auch schön. Ah, ich seh dich, hab ich einen hinter mir. Nee, hast du nicht. Doch, hast du. Ah, du aber. Oh, wir haben beide einen hinter uns. Der hat so eine Waffe. Ich hab keine Waffe. Der hat eine Waffe. Das wird die beste Runde. Beste Runde, tot. Ja, Ja, geil. Das wird die abgefuckteste Folge, die ich hier auf meinem Channel hochgeladen habe. Willkommen für Sprayman, meine Damen und Herren. Hallo. So. Max. Hallo. Mit unserem Debütalbum Captain Geil. Max, wo bist du? Wir sind gegenüber. Hallo, ich spring dich. Bespring mich bitte, Max. Komm mal in meine Richtung gelaufen, okay? Jo, ich loote noch vorher. Schön, Max. Wir werden uns verlieren. Ich renne instant zu dir. Mach das bitte. Darf ich rennen? Max, ich warte hier hinten auf dich bei der Mauer. Komm hier hin, komm hier hin. Ja, ich bin noch da. Hallo. Komm hier hin, Max. Mann, komm mal. Oh Mann. Lass hier lang laufen. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich dachte schon, ich komme da nie wieder raus. Habe ich hinter mir boost wen? Boost du dich? Nee, mich. Du boostest mich nicht. Bitte. Hier haben wir noch eine Kiste. Ah, ja. Ah. Oh Gott. Ich dachte schon, ich wurde angeschlagen. Ich gehe hier runter, ne? Ja, gut. Wollen wir hoffen, dass diese Runde ein wenig länger dauert. Ja, sonst machst du eine Compilation raus. Ja, Compilations kommen immer gut an. Ihr mögt Compilations, ich mag Compilations. Was? Hast du noch irgendeine Kiste hier gefunden? Du hattest da noch eine Kiste. Ja, ich hab da noch ein paar. Ich hab Loot. Oh, ich hab auch eine. Ich hab auch Essen. Essen und Gold hab ich. Ich hab auch Gold. Max, da kommt wer. Oh Gott. Hier ist er. Wo ist er? Wollen wir den klatschen? Weiß ich nicht. Der läuft an uns vorbei. Ich guck mal kurz raus, was er hat. Ja! Klatschen! Ich guck kurz raus, was er hat. Klatschen! Klatscht, Jungs, los! Klatscht doch! Ja, schön! Ja! Ja! Magma Gamer, Alter, der hat so einen Sonic-Skin drin und der Sonic-Skin sieht so scheiße aus. Sorry, aber ich finde das. Nachher ist das ein Abonnent von dir, ich würd's feiern. Wenn du ein Abonnent von mir bist, Magma Gamer, dann tut's mir leid, aber ich hab dich gerade eben umgebracht. Bist du echt behindert. Dann bist du echt behindert. So, was haben wir hier denn noch? Aua! Findest du das lustig, Max? Mir so eine Angel in den Arsch zu schieben. Guck mal, ist hier noch irgendwas drin? Hier ist... Ah, da hinten ist einer. Ah, der hat ein goldenes Schwert. Leg dich nicht mit dem an. Ich hab ein Schwert. Der heißt bestimmt Sohan. Wo bist du denn? Ich bin hier. Max, hinter dir ist einer. Ja. Krass, produktiv kommt der. Guck mal, wie ich den abhalte. Guck mal, wie ich ihn gebe mit meinem Pfeil. Alter. Happen. Alter. Gib mir mal ein Schwert. Bitte. Hier. Und ich krieg wieder deinen schönen, abgenutztes Holzschwert. Ne? Pfeile. Hey, kann ich super gebrauchen. Ich equip dich hier so durch. Ja, ey. Voll unfair. Equip mich mal nicht durch, finde ich voll unfair. Wir sollten uns eigentlich in dem Spielmodus hassen. Müssen wir das eigentlich nachher so aussehen lassen, dass du gewinnst? Nein. Natürlich. Was für eine Frage. Ich lass doch mal im Channel. Müssen wir es aussehen lassen, als ob du gewinnst. Du bist auch geil. Ich gewinne eh immer. So, Oh, was ist das? Das war richtig aus. Das tat richtig weh im Herzen. Ich hab dich schon wieder verloren. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Liegst du grad?
Ne, ja, ich versteck mich vor dir. Du bist doch in meinem Haus, du bist untere Etage in meinem Haus. Achso, ja, ich sehe deinen Namen irgendwie nicht. Ich hab auch extra gesneakt, damit du mich nicht... Aua, Alter, das hat voll weh. Wie viel Schaden macht das Ding denn noch? Ach, ganz schön viel. Lass mal hier rausgehen, Max. Ja. Ne, da geht's zu den Betten. Ich spute mich. Max, komm zu mir. Wir gehen da jetzt runter. Was war? Du bist auch im Bettenraum gegangen. Ja. Komm, wir gehen jetzt runter. Uts, 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 uts. Ich glaube, hier ist noch nicht mal wer drin gewesen. Geh du mal in das rechte Haus. Aufteilen ich so. Habe eine Axt. Eine Holzaxt und ich habe. Ich habe ein Steinschwert. Nice. Lederhose, ja, okay. Brauchst du noch irgendwas hosenmäßig? Ich krieg grad so viel Schaden, ich weiß nicht warum. Wo bist du? Ich weiß. Schnee ist das. Hau da ab. Ach, Schnee ist das. Oh Gott. Ich hab mich gerade einfach so ge. Pass auf, rechts von uns. Klatschen. Erik und Timo, klatschen. Ist schon zu Ende. Hört auf. Oh, der hat einen Diamant gehabt. Ey, Max, lass dich schnell. Geh schnell weg, geh schnell aus dem Menü. Komm mit. Das wird hier verkleinert sich hier gerade alles. Übrigens, das hier ist immer noch der Mindplex-Server, falls ihr gerade nicht aufgepasst habt. Und beim Mindplex-Server, das ist sehr, sehr cool geregelt, da verändert sich die Map. Das heißt, die Map wird immer kleiner und am Rand kommt immer Schnee, das sehr viel Schaden macht, wenn man da rumstehen bleibt. Und wenn man in der Höhle ist, wo man nie wieder rauskommt, dann ertrinkt, stirbt man da einfach so wie Max. Ach ja, das ist übrigens der Mindplex-Server. Mindplex-Server? Übrigens, das ist der Mindplex-Server. Timo, welcher Server ist das hier? Der Mindplex-Server. Sehr gut. So. Jetzt wissen wir alle, dass das der Mindplex-Server ist. Das hier wie sagst du gerade Mindplex-Server? Ich glaube, das ist der Mindplex-Server. Mindplex, hab ich auch gehört. Ist es, Moment, gibt es da nur einen Mindplex-Server oder gibt es mehrere Mindplex-Server? Das ist ein großer Mindplex-Server, auf dem ganz viele Server sind. Ich meine, Erik, kann man sich das vorstellen? Mach mal ein Worst-Case-Szenario. Erik, nein, da sonst lief Yank mitten in der Aufnahme. Ich müsste einfach so lieben, so, Job. Ich mach das jetzt alleine weiter. So, Max, lass mal hier raus. Es leben übrigens nur noch 8. Das ist übrigens auch sehr komisch, finde ich. Jedes Mal, wenn man hier Survival Games spielt, auf dem Mindplex-Server, sterben einfach alle innerhalb von Sekunden. Das ist so komisch. Die ballern sich alle hier schon immer Schrot in die Biernordtei. McTen im Reichstagsgebäude. Oh. Brim, brim. Brim, brim. Überall. Schill und Abdi. So kann man ganz schön Seiten spielen. Aua. Ja. Wollen wir mal alle Gran Turismo spielen? Nee, ich glaube, das spielt nicht Gran Turismo. Da gibt es keine Polizei, das ist nichts illegal. Illegal, genau. Damit möchte ich eh nichts zu tun haben. Brauchst du zufälligerweise noch einen Helm? Ich hab einen Helm. Shane-Helm. Oh. Gewahr. Auch wichtig, vor allem beim Fahrrad. Max, wo bist du hin? Ich finde dich. Ja, da trage ich immer Kettenrüstung. Max, wo bist du hin? Damit das sicherer ist. Ich bin hier beim riesigen Schiff. Wo ist hier denn da, ein Schiff? Ach, da. Da, hinter dir. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich bin hier beim richtigen. Meine Herren. Eimer mit Profis aufnehmen. Ey, es leben übrigens nur noch 5 Leute. Das, Geht gerade ganz schön flott. Die ist bestimmt noch nicht gelootet. Bestimmt nicht, nein. Gelootet. Gelootet mal den Boss. Das erinnert mich immer wieder an Borderlands. Oder ich habe noch kein Spiel gesehen, wo man so viel looten muss. So, Max, wo bist du hin? Bist du da hinten bei der Stadt? Jo, das bin ich. Gut. Ich kann mal kurz gucken, du bist der Nächste hier. Ach, du hast okay, wir sollten hier aber weg, da kommt Schnee. Ja, ich sehe hier noch eine Kiste. Hier ist eine Hose und Schuhe. Brauche ich aber beides selber. Hast du noch irgendwas Besseres als, hast du irgendwas Besseres als Lederschuhe? Mhm. Oder eine Lederrüstung? Mhm. Hab ich auch gerade erst was gefunden. Lass mal hier gerade hier gehen. So, hier so lang, so durch die Bäume. Dann hast du genug zu essen? Weil ich hab auf jeden Fall was, aber... Ja, klar, ich auch. Gut. Ich hatte gerade noch einen Pumpkin Pie. Dann hab ich auch noch 2 Stück. Die machen einen so Hälfte voll, das Vorbild. Oh, hier war schon einer. Ah, das ist korrekt. Ne, hier in die Höhle gehen wir nicht rein. Du weißt, was da passiert. Da kommst du nicht wieder raus. Ah, guck mal. DM starts. Ja, komm, lass DM starten. DM. Deathmatch. Renn weg. Renn vor denen weg. Ich will nicht mit denen kämpfen, wenn wir nicht im DM sind. Fläche. Ja, von denen sollst du auch wegrennen. Ja, ich renne doch. Der hat so ein enchantes Schwert. Max, komm doch mal wieder zurück. Komm mal zurück. Stirb nicht, wenn du stirbst, ne?
Ich sterb nicht. Ich sterbe so. Ich sterbe. Ich hab noch ein Herz. Tot. Max, nein, ich bin noch nicht tot. Boah, mach dir Schaden. Ich hab ihn. Ja? Ja? Oh mein Gott, Alter, du bist ein König. Aber ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich schnell regge. Max, guck dich mal ein bisschen um, nicht, dass uns jetzt noch einer gleich irgendwie klatscht oder so. Okay. Ja, wo seid ihr? Oh ja, ja. Oh, oh. Brauchst du eine Angel? Nee, oder? Hab ich. Ja. Gut. Danke. Das wollte ich. Oh Mann, ey, ich hab nur noch wenig, ich hab so Hälfte Leben und wir haben nur noch ein paar Sekunden und dann geht das Deathmatch looten. Alter, das ist doch geil, wir sind direkt im Finale. Soll ich dich killen? Ja, ist doch schön. Also, die Runde hat definitiv schon mal schön geklackt. Wo bist du? So, ich bin gegen rechts von dir. Genau. Links von mir ist einer. Wir sind zu zweit gegen einen, der hat nur eine Lederrüstung. Also, wenn wir das nicht hinkriegen. Du hast ja volles Leben, oder? Ja. Dann geh du erstmal. Ich tanke. Du tankst, genau. Der Typ bleibt da so oben drauf stehen. Das ist natürlich cool. So, der rennt so in deine Richtung so ein bisschen da. Weil er alleine ist, rennt er jetzt weg oder was? Boah, der. Pussy! Tot. Ja, gut. Das ging schnell. Alter, ey, hör auf. Achso, okay. Genau. Warte, ich will mal einmal kurz gucken. Hast du irgendwo hier TNT? Da kann man immer was Witziges mit machen. Ja. Sonst können wir natürlich jetzt auch einfach warten, bis ich voll bin. Das ist jetzt in einem halben Herz und da können wir einfach nochmal normal spielen, weißt du? Oder wir ertränken uns einfach. Nee. Die Idee finde ich nicht so prickelnd. Komm. Stell du dich mal da hinten hin und dann zeigen wir jetzt einfach 3, 2, 1 und dann rennen wir aufeinander zu und schlagen uns die Körper kaputt. Okay. So, warte. Gut. 3, 2, 1, komm an. In der Nacht, als es geschah. Was hast du eigentlich für ein Schwert in der Hand, du Sackgesicht? Warum hast du so ein krasses Schwert? Unfair. Unfaires Spiel. Unlauterer Wettbewerb. War unfair. War getürkt. Die Jury war getürkt. Ja, ich hab ja nicht. Aufnahme wird auch gelöscht. Also, wenn ihr das hier jetzt seht, ja. Dann hat Max meinen Account gehackt, um das hochzuladen, um mich zu demütigen. Gut, passt. Alter! Das piep ich so raus. Ich wette, ich vergesse es. Das war's auf jeden Fall für die kleine Runde Survival Games. Falls es euch gefallen hat, würde es mir sehr, sehr viel bedeuten, wenn dieser Folge ein Däumchen nach oben gibt, denn das macht definitiv sehr viel Spaß mit dem Maxchen. Und natürlich auch dem unglaublich schönen Erik und dem satirischen Timo. Und falls ihr mehr Folgen davon haben wollt, schreibt's doch gerne in die Kommentare oder lasst halt einen Daumen da, daran kann ich das ja sehen. Und ich würde sagen, euch noch einen traumhaften Tag und bis dann, schaut im Outro noch vorbei. Tüdelü, euer Brain. Tüdelü mit Ü.